Welcome to Mobility Insider. Today we have a special version. I'm visiting the Porsche Classic Center in Zurich in Schlieren, and we're going to have a talk with the expert who is running the sales department for Porsche Classic here. A talk about cars, talk about old cars, passion for Porsche, and I hope you'll enjoy this video. Ja, hallo Morten, herzlich willkommen bei Porsche. Danke dir. Heute machen wir einen kleinen Rundgang und du erklärst uns ein bisschen deine Passion für Porsche und du zeigst uns vielleicht auch ein paar von den schönen Sachen, die du hast. Das ist gut so. Ja, versuche ich. Gehen wir. Also jetzt sind wir im schönen Sauraum und hier gibt es ein paar Schmuckstücke, aber es gibt was ganz Besonderes. Kannst du uns so dein Schmuckstück, dein Juwel präsentieren? Morten, es ist wie ein Zufall, aber so ist es ja immer im Leben. Ich habe hier einen der rarsten 356er überhaupt, ein sogenannter Carrera 2. Mhm. Also der stärkste gebaute 356er mit dem ganz berühmten Fuhrmannmotor. Den möchte ich dir auch noch nachher schnell gerne zeigen. Königswellenmotor, Doppelzündung, 130 PS, 1962. Stell dir das mal vor. Wow. Und was kostet so ein Ding? Das war seinerzeit schon ein wahnsinnig teures Fahrzeug. Das kostete weit mehr als jeder 356er. Heute kannst du fast ein kleines Häuschen damit kaufen. Also es ist alles ab 500.000 aufwärts. Und Zustand ist perfekt? Also bei diesem Auto muss ich sagen, das ist vermutlich der Weltbeste. Ja. Mhm. Das Fahrzeug hat original 50.000 Kilometer. Es war immer in der Schweiz. Es war 40 Jahre lang in einer Scheune. Das ist ein Scheunenfund. Und das ist wirklich ein absoluter, wie soll ich sagen, Blue Chips der Porsche. Was bei diesem Fahrzeug sofort auffällt, er ist eher ein Understatement-Fahrzeug. Er sieht aus wie ein 356, nur Kenner werden sehen, dass hier zum Beispiel Ölkühler verbaut sind. Mhm. Ansonsten ist die Form genau die gleiche. Wenn wir aber ein bisschen näher gehen, dann sehen wir die großen Unterschiede. Wir haben bereits schon Scheibenbremsen. Wir hatten noch gar keine Scheibenbremsen 1920. Es war das erste Fahrzeug von Porsche mit Scheibenbremsen. Und natürlich das Herzstück dieses ganzen Fahrzeuges befindet sich im Heck. Dieser Motor war ja auch beim 550 Spider und beim 904 verbaut. Der Königswellenmotor mit Doppelzündung, 2000 Kubik und 130 PS in der zahmen Ausführung, in der Rennausführung bis 160 PS. Die alten gibt es ja auch als Cabrio. So einen hast du auch im Sauraum. Cabrio habe ich natürlich auch. Also wir haben zwei wunderschöne Fahrzeuge da. Cabrio und Roadster können wir gerne anschauen, Morten. Hier ist mein Lieblingsfahrzeug. Mhm. Ich bitte dich, setz dich mal rein. Das ist für mich der schönste 356er, den es eigentlich gibt. Wow. Das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Mhm. Wie fühlst du dich? Wäre das was für dich? Das würde auch funktionieren. Ja. Für mich ist dieses Fahrzeug einfach faszinierend. Die Linie, die saubere Linie, das flache Dach, ein reiner Zweiplätzer. Und einfach für mich ein Traum. Jahrgang? Das ist ein 1960er, also das ist die B-Ausführung, die mittlere Ausführung. Die gab es nur 59 und 60. Ist das restauriert oder ist... Ja, hier reden wir jetzt natürlich über ein Frame-Off-restauriertes Fahrzeug. Mhm. Du siehst auch die Innenausstattung perfekt, alle Nähte, wie sie sein müssen. Die Karosserie absolut in einem Top-Zustand und die komplette Mechanik überholt. Also das ist wirklich ein Fahrzeug, ich würde fast sagen, wie ein Neuwagen. Preislich? Hier sind wir etwa bei 250.000, das heißt also 250.000. Mhm. Kannst du den Wagen heute Abend mit nach Hause nehmen? Das ist sehr lieb. Wäre das was für dich? Ihr verkauft ja im Jahr also recht viele Oldtimer mittlerweile. Ich bin seit vielen Jahren jetzt tätig in diesem Bereich. Wie viele Fahrzeuge gehen jetzt an
an Kunden, die glücklich losfahren pro Jahr? Also wir versuchen natürlich nur bestmögliche Fahrzeuge zu haben. Und wir verkaufen im Jahr ca. 60 Fahrzeuge, also Monomarke, nur Porsche. Mhm. Das ist eine beachtliche Zahl. Mehr liegt auch nicht drin mit unserem Team. Die Autos müssen einfach perfekt sein. Wir wünschen uns ja, dass die Kunden immer wieder kommen und für uns Werbung machen. Und das ist in etwa die Zahl, die wir verkaufen. Ja. Und das meistgesuchte Auto in der Oldtimer-Reihe von Porsche, was wäre das? Das ist natürlich klar, das ist ein bisschen neueres Fahrzeug. Mhm. Also ich würde sagen, der beliebteste im Moment oder schon seit ein paar Jahren ist der letzte luftgekühlte. Das ist das meistgesuchte Modell insgesamt? Genau. Der 993er? 993er, die Bezeichnung, die interne Bezeichnung, damit wir überhaupt wissen, um welches Fahrzeug wir sprechen. Der 993er verbindet Klassik mit neu. Einer der beliebtesten Klassiker überhaupt, weil er hat natürlich schon Airbag, er hat schon ABS, er hat schon Zentralverriegelung, er hat schon Klimaanlage. Von dem träumten wir früher. Und das verbindet natürlich die Faszination und die Emotion auch mit dem Komfort, den die Leute natürlich heute haben. Es ist quasi schon ein modernes Auto. Es ist quasi wie ein modernes Fahrzeug. Es fährt sich auch ganz modern. Mhm. Er hat aber den typischen Sound, den luftgekühlten Sechszylinder-Sound mit seiner 300 PS-Maschine hier, hast du auch richtig vordrängt. 300 PS, ja. 300 PS aus 3,8 Litern, das ist die stärkere Ausführung. Die letzte Baureihe von der 993. Also wirklich ein tolles Fahrzeug, das auch wirklich Spaß macht. Preislich? Hier ist natürlich auch immer der Zustand und die Kilometer entscheidend. Mhm. Aber ich würde mal sagen, im Grunde sind die 993 ab 80.000, 90.000. Hier reden wir jetzt über 115.000. Das ist ein Cabrio, ein bisschen noch gesuchter. Aber ich würde mal sagen, das ist der Preis zwischen 80.000 und 120.000 Franken. Mhm. Also das geht ja noch eigentlich. Ja, und wenn wir ja die Wertentwicklung anschauen, das ist nur parkiertes Geld mit Spaß. Mhm. Das Geld kriegst du in ein paar Jahren wieder, vielleicht sogar mehr, und du hattest viel Spaß damit. Mhm. Also und jetzt sagen wir einen Kunde, der sich neu für einen Porsche Oldtimer interessiert. Mhm. Was würdest du ihm raten? Sagen, wenn, dann solltest du dein erstes Auto, sollte ein was für ein sein? Also ich sage immer, wenn du in Erstkontakt mit den Klassikern kommst, dann sollte es vielleicht nicht gerade der 356er sein. Okay. Dann vielleicht so ein 993 oder vielleicht ein 964 oder noch das G-Modell, das ja sehr stabil und lange gebaut wurde. Ja. Das sind ein bisschen Fahrzeuge, die einfacher zu handeln sind, die sind auch sehr einfach zu fahren und man gewöhnt sich ein bisschen an das Classic. Weil du weißt ja, Morten, du hast ja selber einen 70er, der hat immer ein bisschen... Der braucht ein bisschen mehr Liebe. Temperament. Ja. Genau, er hat ein Temperament, braucht ein bisschen mehr Liebe. Und so ein 993er, da sitzt du dich rein und fährst. Ist das ein Auto für jeden Tag zum Fahren, wenn man will? Ja. Absolut, absolut. Also die Fahrzeuge sind wirklich gebaut für jeden Tag. Mhm. Es ist natürlich immer so, das Herz hängt natürlich an der Schönheit und du möchtest nicht zu viel brauchen. Aber grundsätzlich kannst du Sommer und Winter damit fahren, kein Problem. Sehr schön. Bitte, Morten. Voilà. Danke. Also, gehen wir zu diesem Auto. Genau. Das ist ja erstaunlicherweise mein Auto. Genau. Und ich habe das Auto hier vor 3,5 Jahren gekauft. Das Auto läuft meines Erachtens super. Aber mich würde interessieren, wenn du als Experte sagst, was ist zu dem zu sagen? Was muss man beachten bei diesen älteren Fahrzeugen? Die Schwachstellen, die Stärken bei diesem Auto. Was denkst du da? Also, wir haben als allererstes mal ein F-Modell, also die erste Generation der 911er Baureihe. Hier ein ganz spezielles Modell, ein sogenannter Sportomatik. Das heißt, in den 70er Jahren schon ein Automat, ein PDK würde man heute sagen. Also das hatten wir schon 1970. Das ist vielleicht das Speziellste an diesem Fahrzeug. Die Fahrzeuge wurden bis 1973 gebaut und sind eigentlich die mitgesuchtesten. Also ein tolles Fahrzeug. Mhm. Schwachstellen bei dem, was muss man beachten, wenn man mit dem fährt und nicht so oft fährt wie ich? Ja, weißt du, Morten, das ist ja immer das Gleiche. Bei Oldtimern, also bei Klassikern, ist natürlich der Rost immer ein großes Thema. Auch bei unseren Modellen, die waren noch nicht verzinkt, erst ab 1975. Das heißt also, das ist ein großer Punkt, den man beachten muss. Mhm. Rost, das ist eigentlich das Hauptthema bei diesen Fahrzeugen. Und der Motor? Also bei der Mechanik, das weißt du, Porsche ist zuverlässig bis heute, sehr zuverlässige Fahrzeuge. In der Regel, wenn sie gut gewartet werden, keine Probleme. Und Ersatzteilversorgung ist ja zu 100% garantiert. Also da ist überhaupt kein Problem. Also ich habe das Auto ja, denke ich, günstig gekauft damals.
Wie ist die Wertentwicklung bei den F-Modellen? Ja, man kann schon sagen, du hast ein Schnäppchen gemacht. Ach. Neben der Rarität hast du einen guten Preis bekommen. Nee, Spaß beiseite. Die Oldtimer speziell, die Blue Chips, sage ich immer, die Porsches, die sind natürlich wertstabil und erfahren immer größere Beliebtheit. Die Langfristigkeit muss man ein bisschen sehen, aber es ist eigentlich kontinuierlich nach oben. Okay. Also Stefano, ich habe die Gelegenheit, das Auto von unten anzuschauen. Das ist ja für den Fahrer fast nie möglich. Genau. Was kannst du da sagen, wo muss man schauen und was ist kritisch bei dem? Also wir sehen hier ja schon ein Fahrzeug, wir sehen die ganze Mechanik mit diesen Aufhängungen. Und was das Schöne an diesem Fahrzeug jetzt speziell ist, ist die Patina. Also der ist noch echt, der ist nicht restauriert. Also wir sehen, selbst nach 50 Jahren ist das Ganze noch richtig gut beieinander. Mhm. Es braucht ein bisschen Make-up, das machen wir jetzt ja, weil wir brauchen ja den Wagen tagtäglich. Highlight natürlich von jedem 911 ist natürlich hinten der Motor, der 6-Zylinder-Boxermotor, sehr tief angelegt mit dem angeflanschten Getriebe. Das ist natürlich für 911 typisch. Aha. Und macht natürlich den Fahrspaß aus. Und wenn ich so Öltropfen sehe, muss ich da... Das ist immer, wenn der Wagen zu wenig gebraucht wird, ist er traurig und hat natürlich ein paar Tränen. Nee, das ist ganz normal. Ein kleiner Tropfen ist bei jedem Klassiker üblich. Wenn es natürlich zu groß wird, müsste man schauen, was los ist. Aber grundsätzlich hat jeder Klassiker einen kleinen Tropfen da. Alles ist noch in total super gutem Zustand. Wir haben ja Drehstabfedern mit Stoßdämpfern bei allen 911ern. Sogar die neueste Generation hat das noch so. Und es ist ein Fahrzeug, das sehr stabil aufgebaut ist. Man sieht auch, es ist massiv, es ist also nichts filigran, für viele Jahre gebaut und bei diesem Fahrzeug speziell noch in einem Top-Zustand. Also, alles im grünen Bereich. Ich denke, alles im grünen Bereich. Ein bisschen Make-up, du bist ja schließlich jetzt auch schon ein paar tausend Kilometer gefahren. Ein bisschen Make-up, ein bisschen Farbe da und da. Und dann ist der Wagen nach wie vor absolut fit für jede Tour. Also, super. So I hope you enjoyed this short video from Mobility Insider today at the Porsche Classic in Zurich. So if you are interested in buying a classic car, you know, I would recommend, first of all, you go to a dealer who is a professional, who knows what they are doing. And secondly, I would recommend that you buy the car for the passion and for the thrill of driving an old car. And second, because it may be a good investment. Overall, these cars have been good investments over the last few years, and I think that will continue as well. But first of all, driving an old Porsche is fantastic, and that should be the key reason for you to buy a classic from Porsche. I hope you liked the video. Please share, please comment, and give me a like if you found it interesting. Thanks.